Du musst den Eyeliner jetzt machen. Du bist dran, Pompeli. Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video. Und für alle, die noch nicht kennen, hallo, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Besonders, weil wir heute wieder unseren Stargast dabei haben. Isabel! Beauty Fans, Beauty Fans, Beauty Fans. Auf diesem Kanal hier? Hoffentlich doch. Also ich habe dich auf jeden Fall vermisst. Jo. Und ihr kennt meinen Popel ja besonders. Nicht nur deinen Popel, sondern den Popel hier auch. Wir filmen nämlich, wie ihr wisst, immer die verrücktesten YouTube-Videos zusammen. Und heute ist mal wieder ein bisschen abgespacedes Spiel dran. Und zwar ist das Paul. Oder Paula. Paula. Und der popelt gerne. Nein, wir popeln gerne. Wir popeln gerne. Bei ihm, weil er hat sehr viel Rotz, den man rauspopeln kann, wie ihr sehen könnt. Boah, das war richtig. Und so funktioniert das Ganze so, dass wir nacheinander den Rotz hier rausziehen werden. Manche Rotze sind aber nicht gut zum Popeln, weil dann springt hier sein Gehirn raus. Wir werden das natürlich für jeden Make-up-Step machen, weil ihr wisst, Make-up ist immer dabei bei uns. Wenn man verliert, also wenn sein Gehirn rausspringt, dann muss man diesen Make-up-Schritt mit dem Gehirn auftragen. Also hier ist ein Gehirn drin und dann müssen wir, ne, Foundation. Wie kommen wir auf solche Ideen? Wir sind die Einzigen auf ganz YouTube, habe ich das Gefühl, die Make-up immer mit sowas verbinden. Ich glaube, wir haben schon so viel gepopelt, dass unser Gehirn rausgesprungen ist. Wer kennt das? So weit nach oben, bis man im Gehirn... Boah, ja. Und dann, wenn man erwischt wurde, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich habe mich immer so geschämt. Heute schämen wir uns aber nicht. Heute sind wir stolz aufs Popeln und wir starten auch gleich mal. Schmeckt lecker. Wir starten jetzt mit dem ersten Make-up-Schritt und das ist Primer. Primer. Wer will zuerst den? Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Wieso machst du immer den? Immer gewinnst du. Okay. Du musst und wenn du einen angefasst hast, musst du auch den rausziehen. What? Man darf nicht austesten. Oh Mann. Das wär's ja. Okay, ich nehm den hier. Oh. Oh! Ekelhaft. Oh, man muss den sich reinstecken. Nein, wow! Ich hab gewonnen! Ding! Ich bin dran. Und ich nehme den. What? Jetzt musst du ihn nehmen, auch wenn alle anderen runterfallen. What the fuck? Ich habe ihn nicht mal gesehen. Das war Highspeed. Wo ist er? Können wir das bitte in Slow Motion zwar jetzt? What the fuck? Und hier ist ein Gehirn. Er ist ekelhaft. Das sieht fast aus wie du. Gar nicht. Das sieht aus wie du. Das heißt, ich muss jetzt den Primer mit dem Gehirn auftragen und du darfst den normalen auftragen. Ja, nehmen wir mal den Primer. Dafür haben wir auch so einen coolen Primer. Der hat so voll viele Bubbles in verschiedenen Farben. Das sieht fast so cool aus wie das Gehirn. Ja, stimmt. Das ist fast so groß wie meins. Meins ist ein bisschen kleiner. Ist es hart? Nein, wir können mir echt nicht gehen. Oh, weißt du es? Aber es ist eigentlich ganz okay mit dem. Wie eine Massage. Gefällt mir. Fühlt sich gut an. Ich habe absichtlich verloren, wisst ihr? Fühlt sich super an und richtig glowy. Okay, soll ich die Popels wieder reinstecken? Ja. Boah, eklig. Boah, hier, friss Schnecken, Malfoy. Oh mein Gott, ich habe ganz vergessen, mein Haarband aufzuziehen. Ich bin ja ein Loser. Ziehst du den falschen Popel raus, hüpft Pauls Gehirn raus. Du sagst es. Nein, bitte nicht bewegen. Okay, können wir weitermachen? Soll ich diesmal beginnen, du beginnst, oder? Und wir machen weiter mit Foundation. Übrigens, ich würde jetzt eher gerne gewinnen, weil ich habe vorhin keine Foundation auftragen dürfen. Da haben wir nämlich das Video von Isabel gefilmt mit diesem Gerät hier. Ich bin immer noch traumatisiert. Ein Lügendetektor, der Stromschläge vergibt. Ja, schaut euch das dann auch unbedingt an. Ich bin ein bisschen traumatisiert. Ja. Wir haben Schweißausbrüche gehabt. Mach mit Augen zu immer. Hey! Ich mache irgendeinen. Das kam plötzlich. What the fuck? Wie weit ist das geflogen? Stell mal vor, du hast dein Gesicht hier. Nächste Challenge. Ich will die Foundation damit machen. Okay, ich trage jetzt erstmal die Foundation auf das Gehirn auf. Oh. Und ich darf einen Schwamm verwenden. Du bist so cool. So cool. Oh. Ey, das wird niemals was. Boah, das sieht ja ganz schlimm aus mit dir. Schön einarbeiten. Oh, das geht ja gar nicht. Oh Mann. Also bei mir geht's super. Side-eye. So smooth. Oh mein Gott.
Oh, das fühlt sich nicht gut an. Oh, wir wollen doch damit noch rausgehen, dachte ich. Wer holt uns die Donuts? Ja, sicher gehen wir damit raus. What? Wir müssen dann am Ende wieder entscheiden, wer das schönere Make-up geschminkt hat. Ja. Ich habe nicht einen Vorsprung jetzt. Du bist so cool. Oh mein Gott, wir kommen immer auf die verrücktesten Ideen. Wirklich. Andere Leute kriegen in unserem Alter Kinder. Haben ihr Leben volle Kanne unter im Griff, bauen ein Haus, wir so. Puppe, die schmeckt gut mit deinem Gehirn. Ich bin Team Puppe. Ich auch. Für immer Puppe. Ja. Popo. Also, ich würde sagen, ich bin ready. Und ich finde. Sieht wunderschön aus, wirklich. Richtig gut verteilen. Und dieses wunderschöne Exemplar muss jetzt wieder hier rein. Ich habe voll den Make-up ran. Wow, er sieht so ekelhaft aus. Wieso zeigt das Gehirn in meine Richtung? Du willst mich abschießen. Concealer. Concealer. Boah, und das könnte ich dein Make-up retten, muss ich sagen. Stimmt, das kannst echt retten. Das kannst echt retten. Okay, dann fange ich wieder an. Ich nehme den hier. Oh nein. Oh! Wow! Das ist ja eine richtig lange Popelrock. Oh, stellt euch mal vor, ihr habt sowas. Oh, das Glocke, das ist ja. Okay. Oh nein, ich hab ein bisschen Angst jetzt. Du hast es vorhin blind gemacht, oder? Ja, blind. Oh! Ich glaube, ich. Ja, den hier. Wow! Ich nehme. Der sieht mir gefährlich aus. Ich nehme den hier. Oh nein. Oh. Das kocht. Das sieht man gar nicht. Seht ihr das? Ganz ehrlich, seht ihr das überhaupt? Man sieht es gar nicht. Das ist Licht. Das ist so schnell. Isabel muss ihre Concealer. Da kleben jetzt Haare dran. Oh Mann, okay, ich nehme jetzt erstmal. Aber Concealer ist so. Nee, oder? Direkt drauf? Wie du willst. Okay, ich mach mal so erstmal. Ich bin ja nett. Seit wann? Na super. Kann ich nie wieder rausgehen heute. Ich glaube, ich bin wunderschön. Schaut euch das mal an, wie ekelhaft das ist. Boah. Oh Mann. Fühlt sich aber echt wie ein bisschen wie eine Massage an. Schön, ja? Ich finde es gar nicht so schlimm. Hey, wenn man das so kreist. Hey, hast du jetzt eine Technik oder wie? Ja, hey. Geht das eh. Einfach kreisende Bewegungen. Mein Make-up sieht noch besser aus als meins. Also jetzt haben wir mal wenigstens Make-up drauf. Oh nee, also man kommt ja hier eh voll gut ins Auge hier. Ja. Aber es verteilt halt nicht. Aber ja, das ist so Streifen im Gesicht auf jeden Fall. Ja, doch, ist ganz streifig. Und jetzt habe ich es ja schon so ein bisschen probiert und ich kann euch sagen, ich kann es nicht empfehlen. Und ich würde jetzt mal wirklich gerne mal wieder den richtigen Popel rausziehen. Mhm. So eine. Okay. Hör mal auf, mit dem Sponge deine Foundation einzublenden. Ich bin Angeber, oder? Wer muss jetzt starten? Ich, glaube ich. Ja, du. Ich mach blind den ersten, den ich berühre. Bin ich hier in der Nähe? Wo bin ich? Da. Mhm. Dieses kleine hier, oder? Ja. Nee. Wir kommen auf den Pech morgen. Ha, 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 ha. Und wir sind nämlich hier bei Bronzer. Bronzer? Und da ich Creme-Bronzer benutze, kann ich hier verblenden. Hallo, du wirst doch staunen, wie schön ich das verblenden werde. Damit? Okay, ich mach dir Bronzer drauf, okay? Okay. Nicht so viel! Oh, das war ganz wenig. Das ist Sabotage. Das war ganz wenig. So, okay? Okay. Jetzt verblend es erstmal. Was? Also ich verblende meins. Und weißt du, was man jetzt sagen kann? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ha! Ich verblende meinen Bronzer mit dem Pinsel. Vielleicht kann ich heute doch noch so rausgehen. Also ich bin ein bisschen zu dunkel geworden in meinem Gesicht. So, es matcht nicht ganz zu meinem Hals, aber hey, Sommerbräune. Kann man machen. Ist sehr stark pigmentiert, dieser Bronzer. Ich kann auch nicht verblenden. Ja, probier. Ja, wie denn? Wohin? Wohin? In deine Haare. Das ist ein Gackestreifen. Hört ihr das? Hol. Wenigstens gibst du es zu. Ich kann versuchen mit der sauberen Seite so ein bisschen. Ja, es macht einfach gar nichts. Ich gebe das Gehirn für später wieder rein. Ich wollte kurz eine Idee-Vorschlag bringen. Okay. Ich finde,
Der nächste, der verliert, muss sich einmal in die Nase puppeln, so richtig, und mit seinem richtigen Puppel schminken. Diese, so, man muss so richtig in die Nase, bis es nass ist, und dann so. Die sind eben leider nicht genügend. Netter Versuch, aber wir können machen. Der nächste muss sich mit einem von denen puppeln. Okay. Hoffentlich du. Hoffentlich du. Okay. Blush ist ich an. Ja, Blush ist wichtig, wie ihr wisst. Die sehen alles so gefährlich aus. Komm zu. Okay, oh, okay. Einfach. Ja. Ich habe das gespürt, dass das nicht mein Pump ist. Ey, wir können uns so schminken. So fetzen. Ich habe Angst vor dem Kopf. Popeli, du bist dran, Popeli, du bist dran. Ich nehme dich. Du bist dran. Du bist dran, Popeli. Nein. Ich nehme gleich den, okay. Du Blush. So knapp vor deinem Kopf vorbei. Das war ganz knapp. Das war ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Cool. Soll ich dir wieder Blush aufbauen? Nein. Ganz wenig, wenn du. Das ist schon viel zu viel. Das ist super schön so. Mach ganz ich wenig. Ich hab eh schon. Alter. Wieso bist du da vorne? Also, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, aber das ist einfach nur unfair hier. Ich kenne euch das da draußen. Das gibt einen Strafpopel. Ich kenne euch, ihr liebt das. What the fuck? Wie kommt der Bronze ein? Das ist ein Indiz dafür, dass Paula den hier benutzt hat mit Bronzer. Hast du uns was vor? Das ist einfach nur pures Karma. What the fuck? Pures Karma. Wie kommt es dahin? Wir brauchen kurz eine Nach-, wie heißt das? Eine Zurückspulung. Spul bitte zurück zu dem Moment, wo das geschehen ist. Also ich verblende meins. Weißt du nicht, was passiert ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du schuld bist. Nein. Boah, wenn man Pinsel hat, geht es alles so leicht und man verblendet alles unten drunter auch noch mit. Das heißt, Concealer und Foundation verblendet. Ja, mit dem Popel auch. Du brauchst es. Oh mein Gott, es klappt ja wirklich. Du brauchst nur 100 Jahre. Ja, sogar irgendwie angenehm. Meine Durchblutung wird gerade gefördert. Psst, hört ihr das? Wie so ein Vogel. Ja. Das nächste Mal spielen wir. Wir müssen uns mit Rübser schminken. Rübsen? Ja. Würdest du gewinnen? Ja, ich bin so gut da drin. Okay, ich zeig's euch. Nein. Oh, wartet mal. Ich konnte es mal besser. Wenn du das jetzt siehst, ich will abgeholt werden und nach Hause gebracht. Die sind verrückt alle. Das hat sich ganz schön cool angehört, oder? Das ist crazy. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Okay, du solltest einen TikTok-Kanal aufmachen. Folge jetzt allen. Ja, Beauty-Rubs. 10.000 Jahre später. Das Gehirn ist schon so. Wow. Das ist jetzt ein Kaka-Gehirn. Ida, an den Popel kleben Haare dran. Wer kommt dran? Du oder ich? Ich nehme zwei auf einmal. Oh oh. Der geht ja auch gar nicht. Der hat eine verschwunden. Hat eine verschlungen? Ah, warte mal. Was kommt eigentlich für eine Kategorie? Puder. Oh nee, Leute. Puder. Blöd. Hey, aber ich glaube, vielleicht könnte es funktionieren. Also, wir machen Puder in den Deckel hoch. Und jetzt tauche ich das einfach hier rein. Ich glaube, ich könnte meinen Look retten mit dem Puder. Ich sag nein. Nein. Ich dachte, eine Sekunde, es hat geklappt. Wenn ich so mache. Oh nein, das kann man ja gar nicht so. Wenn ich so ganz viel Puder. Wenn du ganz viel Puder benutzt, dann kannst du es nicht über. Man schmiert sich die ganze Zeit Bronzer hin, weil da so viel Bronzer da an dem Gehirn dran ist. Du kannst es auch mit einem Rotz machen, du. Ja, Rotz ist besser. Ja, aber das ist dann auch der verbrauchte schon. Du kannst die andere Seite verwenden. What the fuck? Wer macht's? Ich kann wenigstens meine Rudolf-Nase ein bisschen abdecken. Okay, ich mache jetzt den ganzen Pope. Ich wälze ihn jetzt hier. Ich meine, ist ja nur guter Beauty. Hey, findest du gar nicht so schlecht, oder? Ja, eh. Wow, Leute. Ich kann das nicht empfehlen, zu Hause nachzumachen. Okay. Nee. Bitte mach das einfach nicht. Du hast nur Puder benutzt. Mach ich ja. Ich puder mich ab. Puder mich nur ab. Das habe ich aber jetzt ganz genau unter die Lupe genommen. Puder mich nur ab. Das Puder ist jetzt leider leer und kann nicht mehr benutzt werden. Ich habe überall Flecken. Du siehst ja scheußlich aus. Spiegel. Er schießt jetzt mal wieder auf dich. Wer fängt nochmal an? Das ist genau in mein Auge. Lehn dich auch so ein bisschen nach vorne. Ja, super. Nein. Ich glaube,
Ich glaube, ich muss anfangen. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Du kannst auch gerne anfangen. Nee, mach du ruhig. Ich nehme den hier. Jetzt kommt nämlich Augenbrauen. Augenbrauen mit dem hier wird eine Katastrophe. Nein! Scheiße! Ich kann nicht mehr. Einer von... Oh, drei sind sogar noch. Nein. Ich hab grad ein Looping über dich gemacht. Echt? Ich weiß nicht, ob... Scheiße. Willst du lieber mit dem oder mit dem Gehirn? Mit dem. Aber ganz... Hey, oh mein Gott, du könntest die hier, die Augen drauf. Oh, ja, stempeln. Das mache ich, das probiere ich. Ja. Also ich mache jetzt hier einfach Puder auf einen Pinsel. Und dann mache ich das Puder auf den Popel drauf. Das Augenbrauenpuder. Genau, Augenbrauenpuder. Und dann, warte, ich brauche... Nein, 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 ich mache es anders. Ich mache den Popel in das Augenbrauenpuder. Und dann stempel ich mir das hier einfach drauf. Und? Wieso sehe ich in deinen Videos immer gleich aus? Gleich schön. Gar nicht. Okay, ich mache es bei der anderen. Ich fühle es jetzt besser. Da ist nämlich so ein richtiger Streifen dran. Hier anlehnen, runter, drücken, zack. Oh, gar nicht so schlimm. Es sieht ja noch schrecklich aus. Hey, ich finde, es sieht schön aus. So mache ich es ja jetzt immer. Bisschen verblenden noch. Nein, deine Augenbrauen sehen voll schön aus. Boah, schaut euch mal dieses Make-up an. So schaut euch mal diesen wunderschönen Bronzer an. Den finde ich so toll. Oder? Ganz toll. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Als nächstes kommt übrigens Lidschatten. Ah, Lidschatten, ja. Dafür mache ich das jetzt einfach mal wieder hier rein. Okay. Probieren. Und du das gerne einmal ziehen. Nein! Das gibt es nicht. Das gibt's nicht. 50-50. Und der Popel war nicht auf meiner Seite. Aber ich schminke mich mit dem Popel wieder. Mit dem Popel? Okay. Da finde ich die Palette hier. Und ich nehme Lila. Ich nehme diese Palette hier. Da gehe ich rein. Also, ich mache jetzt einen richtig schönen Look. Boah, braun. Braun, bitte. Tja, los. Gönn doch mal. Ich gönn nicht. Ich bin da nix Gönner. Richtiger Hater. Ja, aber sowas von. Es sieht aus, als ich ein blaues Auge. Ja, Lila ist halt auch eine gewagte Farbe, würde ich sagen. Ja, stimmt. Aber finde ich gut, du traust dich was. Danke. Mach ich nur für dich. Hey, aber so schlimm ist gar nicht. Wehe, dann machst du einen besseren Lidschatten als ich. Schaut, Leute. Schön, oder? Jetzt mache ich noch Schimmer. Oh mein Gott, man macht ja die Lidschattenpalette kaputt damit. Ich bin fertig. So schnell? Ja. Und wenn jemand fertig ist, muss der andere sofort aufhören. Boah, Leute. Der Popel. Boah. Der Popel hier sieht gar nicht mehr gut aus. Nee. Und der auch nicht. Ich glaube, jetzt kommt der schlimmste Schritt. Und zwar Eyeliner. Aber stell mal vor, Eyeliner mit einem Popel. Eigentlich wäre es schon wieder lustig, oder? Ganz ehrlich. Eigentlich wäre es schon wieder witzig. Einen roten Eyeliner. Roter? Ja. Für Nasenbluten. Steht das? Okay, Fun Fact. Mhm. Ich war schon mehrmals im Krankenhaus wegen Nasenbluten. Echt? Weil du so gepopelt hast? Nein. Warum? Weil es nicht mehr aufgehört hat. Wie? Es hat nicht mehr... Ja. Echt? Und dann müssen die das so zuöden. What? Und sie fahren mit so einem Ödungs- und brennenden Teil in die Nase und machen so... Tut's weh? Ja. Echt? Ich hatte nur in meinem ganzen Leben nur einmal Nasenbluten. Krass. Ich glaube, das ist echt... Ekelhaft, oder? Ja, das ist ekelhaft. Und dann... Oh, egal, ich will jetzt gar nicht zu sensitiv gehen. Ich popel mal. Ich finde, du solltest es vorführen. Das Nasenbluten oder das Popeln? Hm. Oh! Ich mach auf. Du bist. Wer steckt sich die meisten Popel rein? Boah! Oh. Hm? What? Wie lang ist der? Hallo? Oh nein. Oh! Das kann doch mal rein. Nicht, dass du Nasenbluten kriegst. Oh nein, das gibt, glaube ich, doch den. Hä? Wie hier musst du bohren? Alter. What? Du musst den Eyeliner jetzt machen. Ja, Mann. Ich zieh zuerst. Hey, coole Challenge. Was ist das? Keine Tropfen auf meinem Schild. Du stehst doch drauf. Ja. Ach, Mann. Boah, das rettet wirklich gar nichts mehr, aber... Ich finde, das sieht voll stabil aus. Wirklich jetzt mal, schau mich mal an. Du bist immer schön. Nasenschleim. Kennt ihr das, wenn jemand so popelt?
Und dann sagt man so, bist am Gehirn angekommen und dann schämt derjenige sich voll. Ja. Boah, so schlimm. Hat mal jemand zu mir gesagt. Ich finde, man darf Leute nicht beim Popeln erwischen. Doch. Ich finde, man muss denen so richtige Sachen demütigen. Ja. Damit er sich richtig so geniert. Ey. Ja. Ich finde Popeln schlimmer. Ja, sag. Als Furzen. Hier. Okay. Jetzt wollen wir sehen, wie du das ganz genau machst. Ah ja. Okay, warte. Ich bin schon einen angesauten. Mhm. Okay, dann nehme ich mit denen. Ich mache jetzt einen Wing Eyeliner auf dieses Ding drauf. Geht gar nicht. Ich habe eine andere Idee. Steck das einfach rein. Nein. Wieso, dass ich wieder doof aussehe? Du, da muss ich echt nichts mehr machen. Okay, schau mal, das ist ein Wing, okay? Auf diesem kleinen Teilchen. Das klappt never. Gar nicht so ist schlecht. Was? Ist was? Ja. Sieht man irgendwie was? Gar nicht so schlecht. Man sieht fast gar nichts. Okay, ich muss mehr machen. Ich auf die Spitze. Darf man den da, kann ich den reinstecken? Ne, ich glaube, da ist so ein Stopper da drin. Dann. Doch, ich mach das schon. Hier so anmalen. Boah, das sieht gar nicht gesund aus, so. Das ist ein Rotzpopel. Das ist so, wenn man Nasenbluten hat, das eingetrocknet ist und dann popelt. Dann kommt sowas raus. Du hast ja echt viel Erfahrung. Ja, mit Nasenbluten. Das sieht echt aus wie Blut irgendwie, gell? Haja! Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den auch daten würdet, so wie er aussieht. Das ist doch ein hübsches Kerlchen. Ja, das sieht aus wie ein Paula. Paula? Er heißt Paul. Popel-Paul. Wow. Gar nicht. Das nervt. Mach mal Blush. Mach du mal Blush. Mach du mal Nasenbluten. Ich kann nicht Nasenbluten. Das ist schon ein bisschen neidisch auf mich, oder? Ja, irgendwie hört sich schon spannend an. Also ich kann es nicht so besser machen. Ja, ist eh okay. Ist okay. Dafür, dass du es mit dem Popel gemacht hast, ist gut. Dankeschön. Boah, der ist so ekelhaft. Für wie viel Geld, also jetzt ganz echt, für wie viel Geld würdest du meinen Popel essen? Ein so ein Rollen. 500? Ich will es für 200 machen. Schon eigentlich, oder? Ja, eh, damit fahren wir. Stimmt es jetzt auch wieder nicht. Und ist voll viel Geld. Voll eklig, aber. Es ist jetzt dran, Mascara. Und ich finde ganz ehrlich, das ist eigentlich fast der wichtigste Schritt. Also bei mir zumindest, ich liebe halt Mascara. Du liebst Mascara, ja. Ich würde sagen, mein Mascara, dann solltest du ablosen. Du bist dran. Wir sehen jetzt, wer ablost hier. Und wer Popelmeister ist. Alter! Muss ich gleich nachlegen. Ja! Scheiße! Oh, what the fuck? Das scheppert richtig. Da verlust du jetzt ab. Alter. Scheiße. Pupi. Ich wünschte, es hätte dich getroffen. Pupi. Scheiße. Pupi. Ich darf mal Mascara machen. Du bist mit dem Popel oder mit dem Gehirn? Popel. Popel, gut, alles gut. Also ich mache jetzt hier einfach. Oh, das funktioniert richtig gut bei dir. Das könnte gar nicht mal so, ganz ehrlich, das könnte nicht mal so schlecht werden. Ich versuche gut zu reden. Ganz so ehrlich. Und ich mach's mit der Mascara. Und ich mach mit der Mascara. Und? Funktioniert es ein bisschen noch ein bisschen? Ganz ehrlich. Halt den Popel. Halt den Popel. Sagt ihr in Österreich auch Popel oder ist ein anderer? Also ein Popel ist halt so das Feste, das eine Teil, was rauszieht. Und sonst in der Nase hat man halt Rotz, oder? Ah ja, das haben wir auch. Popel, ja. Ist halt das, was man so knödeln kann. Ja. Boah. Was? Das klingt verrückt, aber der riecht auch komisch. Du willst mir den reinstecken. Ich weiß ganz genau. Ich kenne schon so gut. Wenn ich an irgendwas riechen soll, immer, dann kommst du bis an meine Nase und dann plötzlich immer wieder mit drin. Jedes Mal. Die Nudel, an der du riechen solltest, steckt auch noch irgendwo in dein Gehirn. Nein. Fertig schon. Dieses Video ist echt schlimm. Warte mal, kommt das schon der letzte Step? Lippen. Lippen sind halt auch immer so ein Ding, der sehr viel ausmacht. Extrem. Ich meine, schau mal. Kann ich noch richtig aufholen? Ja, schon. Wenn ich jetzt Lippen hier überall habe. Wir machen eine letzte Challenge. Lippen muss man mit Gehirn machen. Weil mit dem Popel kannst du eigentlich gut nachziehen. Okay. Oh, jetzt juckt mich. Und blind. Das war ein echter. Also. Ich warne dich. Du beginnst. Wieso ist eigentlich schon wieder so auf mich gerichtet? Juhu! Oh, mein Gott. Das heißt, du musst die nächsten zwei Runden machen. Was? Oh mein Gott. Dödem, dödem, dödem. Genieß es nochmal. Genieß es nochmal den Du wolltest switchen. Du wolltest switchen. Ich hatte den von Anfang an zuerst in der Hand. Es artet hier gerade ein bisschen aus. Krieg.
Aber du willst sagen, wir machen es beide damit. Und wir machen eine Heavy-Farbe. Ah, wir machen das dann. Jeder kriegt eine geheiratet. Wisst ihr, was witzig ist? Man könnte nicht denken, dass ich nächsten Monat 25 werde. So erwachsen. Was schenkst du mir eigentlich zum Geburtstag? Puppe. Da steht hier vor dir dein Geschenk. Ich will das nicht. Und? Sieht gar nicht so schlecht aus auf den ersten Blick. Gut. Schön. Sie hat die Schokolade gegessen. Oh, ich bin echt müde. Oh, es artet aus. Spielt niemals mit euren Freunden dieses Spiel. Und doch spielt sie jedes Mal mit mir. Macht der schon doch Spaß. Oh, wisst ihr, was witzig wäre? Wenn man so... Ich musste gerade die Thematik verstehen, wie das funktioniert. Ich so, hä? Da unten liegt doch gar nichts. Man kann hier so Gummibärchen reinmachen, dann muss man es so fangen. Dann machen wir das nächste Mal. Ja, gute Idee. Also, ihr könnt gerne mal kommentieren, welchen Make-up-Look ihr schöner findet. Ich glaube, es ist ganz klar ich, natürlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut unbedingt jetzt auch bei Isabel vorbei. Das ist gleich der erste Link unten in der Infobox. Wie gesagt, ich war ein bisschen geschockt von diesem Video. Elektroschock. Es war echt crazy. Es war wirklich crazy. Es war ganz schlimm. Es war ganz, 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 ganz schlimm. Meine Hand wurde taub. Ja, noch immer? Es fühlt sich immer noch komisch an, wenn ich ehrlich bin, ja. Ansonsten würde ich natürlich auch sehr einen Daumen nach oben freuen. Unbedingt. Kommentare. Abonnieren. Abonnieren auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei einem neuen Video. Und ein bisschen weniger Popel hoffentlich. Bisschen professioneller. Ja. Adios. Tschüss.